Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Leute bei der Produktion einzusetzen ist ziemlich oldschool. Der Mensch wird nach und nach aus den Produktionshallen verbannt. Die Maschinen übernehmen. Aber der Mensch sollte ein Auge auf sie haben. Nicht, dass sie mehr als nur die Produktionshallen an sich reißen. Ein flexibles Fertigungssystem, kurz FFS, ist ein Produktionssystem, bei dem es zwei zentrale Hauptkomponenten gibt. Computergesteuerte, sich ergänzende Maschinen und ein automatisiertes Transportsystem. Das Ganze ergänzen tun Pufferplätze. Um den Ablauf eines FFS besser verstehen zu können, durchlaufen wir jetzt mal die Produktion. Wir stellen uns vor, wir sind ein Werkstück, ein langweiliges Stück Stahl. Auf dem Weg ins FFS werden wir als erstes an einem sogenannten Spannplatz auf eine Palette gespannt. Diese ist mit dem vollautomatisierten Transportsystem verknüpft. Das Transportsystem kann ein Fließband sein oder auch ein Roboter, der auf einer Schiene zwischen den Maschinen hin und her fährt. Wir fahren jetzt also auf unserer Palette zur ersten Maschine, dem ersten Bearbeitungszentrum. Die Maschine, die wie alles andere im System auch von den Computern zentral gesteuert wird, fängt an zu arbeiten. Unser Metallstück wird gefräst und gebohrt. Das Coole, die Maschinen bzw. Roboter sind wahre Alleskönner. Ist das Fräsen beendet, kann die Maschine selbst das Werkzeug wechseln. Aus einem Werkzeugmagazin wird einfach das neue Arbeitstool ausgewählt. Nachladen wie mit der AK und dann wird gebohrt. Wenn die Maschine fertig ist, geht's wieder auf das Transportsystem und zur nächsten Maschine. Oder noch kurz auf einem Pufferplatz, wenn die andere Maschine noch belegt ist. Der nächste Greifarm packt zu. Die Maschine fräst weiter und poliert uns. Also so, dass wir glänzen, nicht die Fresse. Und schwupps sind wir eine wunderschöne Kurbelwelle. Tada! Jetzt geht's wieder auf den Spannplatz, wo wir nun als fertig bearbeitetes Werkstück entnommen werden. Es hätte auch sein können, dass wir alle drei Bearbeitungszentren durchlaufen. Oder eine Maschine alle Arbeiten durchführt, je nachdem, was der Computer für Ansagen macht. Wenn die eine Sorte Kurbelwellen fertig produziert ist, können die gleichen Maschinen eine neue Sorte produzieren. Alles ganz automatisiert nach ein paar Klicks bei den Computereinstellungen. Was ihr beim flexiblen Fertigungssystem auf jeden Fall behalten solltet, das ist, wie auch unsere zuletzt betrachteten Produktionstypen, dem Objektprinzip zuzuordnen ist. Der Materialfluss durch das Transportsystem automatisiert ist, computergesteuerte Maschinen mit dem Transportsystem verbunden sind, die Werkzeugwechselvorgänge automatisiert ablaufen, und eine Komplettbearbeitung einer Produktgruppe innerhalb des FFS erfolgt. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt oder einfach alle unsere Wirtschaftsvideos viel geiler sortiert haben wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und ladet euch unsere App runter. Bis gleich!